Oh mein Gott, 1000 Tage in Global Dokkan Battle, ich bin bereit, let's go. LR Goku, ich komme! LR Goku, ich komme. 1000 Days in Global Dokkan Battle. Her mit LR Goku. Bruh. Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und im globalen Dokkan Battle haben wir die 1000 Tage erreicht. 1000 Tage ist das Ganze schon online, Global Dokkan Battle. Wir wissen, zu den 1000 Tagen gibt es LR Goku. Ja, ihr müsst euch quasi 1000 Tage lang eingeloggt haben im Game. Kann man geteilte Meinung sein, wie man das sieht. Anyways, darum geht es vorerst nicht. Aber ab heute ist quasi Goku im Spiel. Wenn ihr die 1000 Tage erreicht habt im globalen Dokkan Battle, dann bekommt ihr ganze 5 Stück direkt zum Login-Bonus vom LR Goku. Anyways, Part 1 der Celebration ist online. Wir werden uns heute demnach alle Informationen ansehen. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Und legen direkt los. 1000 Day Celebration Part 1, wie gesagt. Was erwartet uns? Nun, zum einen ist schon ein Login-Bonus online, Part 1. Und wir wissen, nach Part 1 folgt Part 2. Ist Logo. Wie lange geht das Ganze? Dann kann ich euch direkt sagen, wann Part 2 kommt. Aha, bis 10. April. Okay, 10. April, 2 Uhr morgens. Ab dem 10. April, 2 Uhr morgens beginnt der Part 2. Wobei wir auch die Information dazu schon wissen, was uns da erwarten wird. Das kam schon im Video von mir. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Könnt ihr euch gerne alles anschauen. Da sind, by the way, auch alle Informationen zu LR Goku, was der Dude drauf hat. Anyways, wie gesagt, Login-Bonus online. Special Missions Part 1 ist online. Celebration Packs, Pilaf's Trove. Ich würde euch davon raten, lasst die Finger davon, ja. Das müsst ihr euch kaufen und das, was sie die Pilaf's Trove hergeben, das ist nicht besonders viel dafür, dass man so viel eigentlich dafür ausgibt. Wir können uns das gerne nochmal nachher kurz anschauen, aber gibt da lieber kein Geld dafür aus. Es wird eine neue Stage kommen. Eine neue Stage für Pan. Das Ganze wird erst kommen, nämlich am 2. April ab 2 Uhr morgens unserer Zeit. Wird eine zweite Stage vom Pan-Event hinzukommen. Diejenigen, die nicht wissen, was das Pan-Event ist. Das ist eine Stage, könnt ihr einmalig machen pro Woche. Und dann bekommt ihr da sehr, sehr viel Experience. Und dazu kommt jetzt eine zweite Stage. Da können wir unter anderem durch die Mission dann Medaillen holen, um Pan zu awaken. Aber diese Stage kostet dann 100 Stamina und wird uns sehr, 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 sehr viel Experience geben. Und also das Pan-Event gibt uns Experience, wir können das sehr gut leveln. Und ab dem Zeitraum wird es dann zweimal pro Woche, könnt ihr das machen. Zweimal in 7 Tagen können wir diese Stage machen. Würde ich jedem raten, das zu machen, weil das gibt wirklich sehr, sehr viel Experience. Und dann werdet ihr sehr schnell leveln, euer Rank. Summon. Das Ticket-Banner ist online. Wir werden uns das Ganze gleich näher ansehen. Ihr braucht dafür Tickets, sei es von dem Login-Boni, die 1000-Day-Tickets, sei es von den Special-Missionen, sei es von Celebration Pack, aber wir schauen uns gleich genau an, wie ihr das Ganze bekommt. Tag Multisum, also das Banner dazu wird online kommen, natürlich wird da LR Goku Black drin sein und pro Multisum bekommt man Elder Kai. Wir wissen, wie das läuft. Ganze geht am 3. April online, 8.30 Uhr unserer Zeit und das Story-Event zum Raditz, zum AOE Damage Dealer Raditz. Raditz, das wird ein Free-to-Play-Charakter sein, der jeden angreift, heißt für ein World Tournament ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Ganze geht online am 5. April, 8.30 Uhr unserer Zeit. Und alle Dokkan-Events sind täglich offen, könnt ihr täglich spielen. Das liegt dann daran wegen dem Summon. So, in diesem Banner sind alle Dokkan-Exodus-Charaktere enthalten, außer die Kategorie-Leader. Das sind insgesamt 34 Charaktere plus ein Elder Kai, also sind es 35 gefeatured Charaktere in dieser Elder Kai. Keine Ahnung, was er da sucht. Überlegt mal, jetzt zieht er einen Elder Kai, dann denkt ihr euch, ja, GG. Naja. Anyways, in diesem Summon könnt ihr nur mit den Tickets summonen. Wir werden uns gleich noch ansehen, wie ihr die Tickets bekommt, aber da sind schon, wie gesagt, alle, wirklich alle Dokkan-exklusiven Charaktere. Wir können das gerne mal ganz kurz anschauen, außer die Kategorie-Leader. Sonst bis zu den Kategorie-Leadern, was alles da rauskam, sind alle Charaktere drinnen. Ein Ticket gibt einen Charakter, heißt, wenn ihr Sing-Summon macht, bekommt ihr einen Charakter. Wenn ihr Multi-Summon macht, beschwört ihr 5 Charaktere. Und wenn jemand durchscrollt, da sind wie gesagt wirklich alle Dokkan-exklusiven Charaktere außer den Kategorie-Leadern. Und das geht bis zurück, bis zu den Anfangs-Dokkan-exklusiven Charakteren. Ist ein cooler Banner auf jeden Fall, aber es sind 35 Charaktere gefeatured, beziehungsweise 34 Charaktere plus ein Elder Kai. Also könnt ihr euch wahrscheinlich wohl denken, wie gut man da was ziehen wird. Also es sind ja auch natürlich nicht gefeatured SSR enthalten. Also das wird schwer, da was zu ziehen. Aber wir bekommen gute Tickets. Wir bekommen wirklich mehr Tickets, als das damals in JP der Fall war. An sich auch die Celebration bei uns ist das ein bisschen mehr los. Finde ich cool. Aber in Global sind die Celebration eben irgendwie immer ein bisschen besser.
60 Tickets wird es insgesamt geben durch Login-Boni-Missionen über Part 1 und Part 2. Genau. Aber wie gesagt, das kommt alles gleich, wie ihr die Tickets bekommt. Nur kurz zu dem Pilaf's Trove. Also, wie gesagt, wir können da gerne mal kurz reinschauen. Also, ich rate eigentlich jeden davon ab, weil es ist für jeden Typus, könnt ihr das einmal kaufen für 11 Euro und dann bekommt ihr für jeden Typus quasi 3 Tickets, ein Grand Kai und ein bisschen Medaillen und so. Also, das ist für 11 Euro. Das ist. Pilaf's Trove würde ich einmal sagen. Halte die Hände davon fern, weil es ist. Nee, rentiert sich nicht. Rentiert sich nicht. Anyways, gut. Dann haben wir hier jetzt Login-Bonus Part 1. Jetzt kommen wir mal zu den Login-Bonus und Special Missions, was ihr da machen könnt, müsst über die nächsten Tage. Wir bekommen jeden Tag ein Stone, aber auch jeden Tag ein Ticket. Heißt, loggt euch auf jeden Fall jeden Tag in das Game ein. Einmalig, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr 10 Stones und beim allerersten Login Elder Kai beim ersten Tag. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, loggt euch jeden Tag ein. Jeden Tag einloggen, damit ihr die Tickets bekommt vor allem. Und bei den Special Missionen müsst ihr jeden Tag Folgendes machen. Für die Part 1 Missionen. Jeden Tag geht ihr bitte her und tut, wenn ihr einmal 10 Stamina verbraucht, an einem Tag bekommt ihr ein Ticket, 1000 Day Ticket. Und wenn ihr 30 Stamina verbraucht, bekommt ihr einen weiteren Ticket. Heißt, täglich könnt ihr euch 3 1000 Day Tickets Banner holen. Das sind 3 Charaktere, die ihr das haben könnt. Würde ich euch auf jeden Fall jeden raten, das jeden Tag zu tun. Ganz wichtig für euch, jeden Tag einmal einloggen. Ihr bekommt vom Login ein Ticket und dann, wenn ihr 30 Stamina verbraucht, insgesamt an dem Tag bekommt ihr 2 weitere, also 3 insgesamt pro Tag und das ist wirklich kein hoher Aufwand. Dann ohne Limit, also ist nicht daily, sondern in der Periode für Part 1 bis zum 10. April. Wenn ihr da einmal 1000 Stamina verbraucht habt in der ganzen Periode, bekommt ihr ein Elder Kai und wenn ihr Dokkan Events geklärt habt, von also bis zu 10 Mal bekommt ihr 10 Stones. Ja, jeweils einmal bekommt ihr einen Stone, genau. Hierbei müsst ihr nicht zwingend die Dokkan Bosses besiegen, sondern es reicht auch, wenn ihr zum Beispiel hergeht und Stage 1 eines Dokkan Events macht. Dann, weil das ist ja ein Dokkan-Event, ja, das zählt dann die Mission dafür, dann geht das im Prinzip schneller, aber wenn ihr da eh was zu tun habt, Medaillen farmen müsst von Charakteren, dann könnt ihr auch die Bosses besiegen, aber was ich meine ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und nehmen wir mal ein Easy-Dokkan-Event, ein älteres, das wahrscheinlich jeder machen kann von euch, die Stage 1 zumindest, wenn wir mal zum Beispiel, wo sind die älteren, let's go, hier, Broly zum Beispiel, der allererste, wenn ihr da auf Stage 1 geht und das auf Normal macht, dann bekommt ihr da, dann zählt das für die Mission, Mann. Das ist ein Dokkan-Event, ja, auch wenn es Stage 1 sind. Nur, damit ihr das wisst. Anyways, Leute, das wäre dann das Ganze, ja, die ganzen Infos und Details zu den 1000 Tagen, zu der 1000-Day-Celebration Part 1 im globalen Dokkan-Battle. Ist ab heute online, geht bis zum 10. April, 2 Uhr morgens unsere Zeit. Ab dann kommt Part 2. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.